Moin zusammen, liebe Reisefreunde. Ich stehe mit meinem Wohnmobil auf dem sehr empfehlenswerten Reisemobilstellplatz im Ostsee-Heilbad Heiligenhafen. In meinem letzten Video habe ich euch den Stellplatz mit seinen insgesamt 99 Standplätzen und die nähere Umgebung vorgestellt. In diesem Video nehme ich euch mit in das schöne Heiligenhafen, zeige euch, was ich mir so angeschaut habe, was auch ihr, egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder vielleicht auch mit der Bimmelbahn, unternehmen könnt. Heiligenhafen liegt in Schleswig-Holstein direkt an der Ostsee unterhalb der Insel Fehmarn. Es ist ein außergewöhnlicher Urlaubsort mit ganz eigenem Charakter, langer Tradition und innovativen Ideen. Vom Wohnmobilstellplatz bis zum Zentrum am Hafen sind es circa 2 Kilometer. Es gibt einen autofreien Radweg, aber auch zu Fuß seid ihr innerhalb einer halben Stunde im Zentrum. Die Marina in Heiligenhafen ist einer der schönsten Yachthäfen an der Ostseeküste. Der Yachthafen liegt mitten in der Stadt und bietet nahezu 1000 Liegeplätze für Motor- und auch Segeljacht. Übrigens, von hier aus sind es ca. 5 Gehminuten über den lebendigen Fischereihafen in das Stadtzentrum zum kilometerlangen Ostseestrand oder in das angrenzende Naturschutzgebiet Graswader, dessen Bild durch die berühmten Strandvillen geprägt ist. Bis 1954 war der Graswader eine Insel. Mittlerweile ist der Graswader mit dem Steinwader zu einer gemeinsamen Halbinsel verbunden. Der Großteil des Graswader ist ein Naturschutzgebiet und Heimat für viele Vögel. Daneben bilden die historischen Gebäude einen hübschen Kontrast zu den neuen Hotels, Ferienwohnungen und Ressorts auf dem Steinwader. Das Highlight für viele hier auf dem Graswader sind die historischen Strandhäuser. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der Seebäder und des Badetourismus wurden bunte, redgedeckte Häuser direkt in den Dünen oberhalb des Sandstrands errichtet. Zurück vom Graswader schaue ich mir die Heilighafener Seebrücke an. Sie führt 435 Meter weit auf die Ostsee hinaus. Die Erlebnisseebrücke gehört zu den Top-Attraktionen von Heiligenhafen. Die Seebrücke präsentiert sich in einmaliger Zickzackform ihren Besuchern. Übers Wasser laufen? Hier ist es überhaupt kein Problem. Mit Kinderspielbereichen, diversen Sitz- und Liegemöglichkeiten, verglasten Abschnitten, Badedeck, einer Meereslounge und sogar öffentlichen Toiletten setzt diese Brücke architektonisch neue Maßstäbe. Übrigens, Verliebte, die sich gerne die ewige Treue schwören möchten, können sich hier auf der Seebrücke trauen lassen. Der Fischereihafen ist das Herzstück des Ortes.
Er liegt nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt. Mit dem typischen Geruch nach Salz und Fisch, mit echten Kuttern, die rausfahren, kann man hier auch gleich Fischbrötchen auf die Hand genießen. Man kann aber auch gerne in den vielen umliegenden Restaurants zahlreiche Kostbarkeiten aus dem Meer verspeisen. Der Museumshafen von Heiligenhafen wurde im Juli 2019 eröffnet. Er ist öffentlich und frei zugänglich. Er ist nun der Heimathafen von bislang 9 historischen Booten. Zu bestaunen gibt es Segeljachten, Fischkutter und eine als sogenannten Trawler bezeichnete Motorjacht. Die Boote wurden zwischen 1934 und 1993 erbaut. Das größte von ihnen ist die Zweimast-Segeljacht Taipan aus dem Jahr 1977 mit einer Gesamtlänge von über 15 Metern. Heiligenhafen wurde wahrscheinlich als Hafenstadt Mitte des 13. Jahrhunderts durch den Zusammenschluss mehrerer Dörfer gegründet. Auch die Altstadt mit ihren zahlreichen Cafés, Restaurants und Geschäften ist sehr sehenswert. Das Gebäude, in dem heute das Rathaus seinen Sitz hat, wurde Ende des 19. Jahrhunderts als Villa eines namhaften Reeders erbaut und erst Anfang des 20. Jahrhunderts von der Stadt als Rathaus erworben. Von dem Glockenspiel auf dem Rathausplatz ertönt jede Stunde eine andere Melodie. Liebe Reisefreunde, wenn auch ihr Lust auf das wunderschöne Heiligenhafen und den sehr empfehlenswerten Wohnmobilstellplatz bekommen habt, besucht auch ihr unbedingt dieses schöne Ostseestädtchen. Ich sage wie immer vielen Dank für euer Interesse. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald!